das Bürgerbeteiligungsverfahren Stefan Heimplatz ist in der Tat unser größtes Verfahren. Das ist uns ganz wichtig an dieser Stelle. Der Stefan Heimplatz ist bislang ein Platz ohne Randbebauung, der sehr viel durch den Raum und die Begrünung lebt. Durch den Neubau der HOVOG, übrigens an der Stelle, an der schon mal ein 20-geschossiges Gebäude der HOVOG gestanden hat, bekommt er eine völlig andere Qualität. Er wird ein städtischer Platz. Und das ist uns wichtig, dass diese andere Qualität gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern von Lichtenberg besprochen wird. Dass sie das Gefühl haben, dass das, was sie von diesem Platz erwarten, auch in der Gestaltung umgesetzt wird. Und dafür brauchen wir natürlich auch ein breites Verfahren, um die vielen Anregungen der Bürgerinnen und Bürger mit aufnehmen zu können und in die Gestaltung einfließen zu lassen. Und die Anregungen, die wir bekommen haben bislang, die vielen, vielen Diskussionen, haben natürlich auch dazu geführt, dass wir ein viel besseres Gefühl dafür haben, was wir hier auf diesem Stefan-Heim-Platz in Zukunft in den kommenden Jahren umsetzen möchten. Dass das, was Neues im Bezirk entsteht, von den Lichtenbergerinnen und Lichtenbergern akzeptiert wird. Voraussetzung dafür ist, dass die Menschen sich beteiligen können und dann ihre Vorschläge auch bei der Realisierung wiederfinden. Deshalb bin ich sehr froh, dass die HOVOG diesen Beteiligungsprozess organisiert und dass wir die Möglichkeit haben, dass das, was wir bewahren wollen, zum Beispiel den Fischerbrunnen, auch weiter dort an diesem Standort finden werden. Dort treffen sich sehr gerne Brautpaare, die hier die Ehe schließen im Rathaus. Und dass zugleich Neues dazukommt, was mit dem Namensgeber zum Beispiel verbunden ist. Das Hören von Reden von Stefan Heim, da sind viele Vorschläge zusammengetragen worden. Und ich denke, die Realisierung wird sehr spannend und ein Gewinn für Lichtenberg. Sehr konstruktives Verfahren, was wir durchgeführt haben. In 7 Terminen haben wir uns intensiv mit dem Platz auseinandergesetzt, unter anderem eben auch mit Funktionen und Nutzungen, Wünsche und Anregungen von Bewohnern und eben den Mitarbeitenden in der Arbeitsgruppe wurden eingespeist. Das Element Wasser wird es auf jeden Fall weiterhin auf diesem Platz geben, war ein ganz wichtiger Konsens. Wir haben uns auf einer Busexkursion verschiedene Plätze in der Stadt angeschaut. Und ich denke, wir haben alle relativ viel lernen können im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens und eine sehr gute Grundlage erarbeitet für die Landschaftsarchitekten, die dann als nächstes tätig werden und Entwürfe für diesen Platz machen. Ich glaube, wir haben den Weg sehr gut frei gemacht und freue mich jetzt schon auf die Ergebnisse. Thank you.